2017 werde ich vegan. Wieder eine Aktion von ein paar lieben YouTubern, die mich gefragt haben, ob ich mitmache und da ich gerne insbesondere kleinere Kanäle unterstütze, habe ich da auf jeden Fall direkt ja gesagt. Guten Morgen! Die Liste der 6 YouTuberinnen, die mit mir diese Woche dieses Thema bearbeiten, findet ihr unten in der Infobox. Also, wenn ihr 2017 in euren Vorsätzen irgendwo euch Veganer entwickeln wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Kanälen vorbei. Ich möchte euch heute aus meinen Erfahrungen, aus meinen 2 Jahren vegan sein berichten. Zum einen, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr mein Tagebuch von Tag 1 der Umstellung bis heute auf YouTube hier oben komplett verfolgen. Gerade die Anfangszeit, die ist natürlich besonders interessant, denn als ich am 4.12.2014 auf vegan umgestellt habe, da war ich überzeugter Fleischesser, der nur mal dieses Vegan ausprobieren wollte. Klar, ich hatte einige schlimme Filme zur Massentierhaltung gesehen und auch die gesundheitlichen Vorteile schon im Blick gehabt, aber hey, für immer auf Fleisch verzichten? No way, das geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich für mich und mein Denken. Und so wird es vielen anderen auch gehen. Irgendetwas, was man genießt, einfach so weggenommen zu bekommen, das ist doch normal, dass man das nicht will. Ein Kind schreit schon, wenn er seinen Lolli weggenommen bekommt. Genauso wie der Erwachsene heult, nur weil er seinen Job verliert. Egal was, wir heulen und wir jammern, wenn wir Liebgewonnenes verlieren. Und genauso ist es dann natürlich auch mit dem Fleisch. Und da wollte ich am Anfang auch nur ein paar Tage das Vegan ausprobieren. Aber schon in den ersten Tagen spürte ich, wie mir eine Last von den Schultern fiel. Ich bin davon ausgegangen, dass es eine schwere Zeit sein würde, vegan zu werden. Eine Herausforderung und habe gar nicht mit positiven Effekten gerechnet. Jeder kennt das vom Mindset her, ne? Wenn wir gesünder werden wollen oder etwas für den Tierschutz tun wollen, dann müssen wir was tun, dann müssen wir aus unserer Komfortzone raus und das klingt alles irgendwie nicht so toll, unbequem. Aber als ich dann merkte, wie frei, wie befreit ich mich fühlte und ich mit einem Dauergrinsen durch die Welt ging nach den ersten 3 Tagen vegan, also das müssen wir uns vorstellen, der große kräftige Kerl, der aussieht wie aus der Steinzeit und sich teilweise auch so benimmt, das ist ein Veganer. Veganer, ne? Diese Birkenstock tragenden Ökos, die mit selbstgemalten Plakaten in der Fußgängerzone die Leute nerven, das bin ich. Ah, da muss ich grinsen. Und das war aber ein befreites Grinsen. Das war irgendwie so... ich kann es beschreiben, das war eine Befreiung. Mein Umfeld hat mich total für komplett durchgedreht gehalten, also anders ausgedrückt, für noch durchgedrehter als ohnehin schon. Und ich war nicht nur Fleischesser, sondern ich war, was die Zubereitung und die Rezepte angeht, der Dreh- und Angelpunkt in meinem Freundeskreis. Ich habe Beef Jerky selber gemacht, ich habe den Leuten genau erklärt, wie man Steaks richtig brät, wie man einen knusprigen und saftigen Rinderbraten zubereitet oder wie man eine Rinderbrust butterweich und voller Aromen bekommt oder auch wieder zubereitet. Einer, der sich 3 bis 4 Mal im Jahr das teuerste Fleisch der Welt, Koprint, hat illegal importieren lassen, nur um das feinste und beste Fleisch zu konsumieren. Ja, tatsächlich Koprint, kein Wagyu-Rind, weil Koprint darf normalerweise nicht exportiert werden, zumindest war das damals so. Egal, aber damit ihr mal das in Relation setzen könnt, ne? Und ich war Veganer plötzlich? Hä? Aber ich habe mich befreit gefühlt. Ich habe mich wirklich frei und befreit gefühlt. Meine Ernährung war nicht mehr abhängig davon, dass andere Lebewesen leiden mussten. Das habe ich natürlich irgendwo im Unterbewusstsein natürlich gewusst und das wirst auch du wissen, aber das ist halt nie zutage getreten. Und nur weil du ein Stück Fleisch essen willst und das dann auch tust, denkst du nicht automatisch dann dran, dass da jemand oder dass da jemand, ein Tier, dass das leiden musste oder dass es Angst gehabt hat und ein Lebewesen was liebt, was leben möchte und nicht sterben, dass das sterben musste, nur dafür weil du in dem Moment einfach das Stück Fleisch essen möchtest. Ja? Dieses Lebewesen wird unter unsagbar bestialischen Bedingungen gehalten. Es lebt in Angst
und kann überhaupt keinen gesunden Geist entwickeln. Es wird klein gehalten, es kann sich nicht entfalten. Es werden ihnen die Kinder entrissen. Sie leben beängstigt und voller Schmerzen. Und das ist genau das, was ich mit meinem Konsum unterstützt habe. Und das war endlich vorbei. Endlich vorbei. Mit meiner Existenz, mit meinem Handeln, wofür nur ich die Verantwortung trage, habe ich endlich mal etwas wirklich Sinnvolles im Leben getan. Etwas wirklich Richtiges durch und durch. Und das habe ich mir nicht vorher vorgenommen oder irgendwie nachgelesen, sondern das habe ich gespürt. Die Echtheit, diese Richtigkeit, das habe ich gespürt. Auf einmal kam dieses Gefühl der Befreiung und hat mich ja, seitdem nie wieder losgelassen. Dann nach ein paar Wochen kamen dann auch die gesundheitlichen Vorteile. Mein pH-Wert im Urin veränderte sich von stark sauer zu basisch. Und ich fühlte mich irgendwie nicht nur geistig befreit, sondern irgendwie reiner und sauberer. Und dann kam die Unmenge an veganen Rezepten. Fleisch roh schmeckt nach fast gar nichts. Aber die verschiedenartigen Obst- und Gemüsesorten sehr wohl. Und wenn man dann anfängt, diese noch intensiver zu kombinieren und zu experimentieren, da öffnet sich eine neue Welt der kulinarischen Genüsse. Und das war dann der letzte Punkt, wo ich realisiert habe, es gibt nichts Besseres als eine pflanzliche Ernährung. Später kamen dann noch Erkenntnisse hinzu, wie dass für 1 Kilogramm südamerikanisches Rindfleisch 80 bis 100 Badewannen Wasser verbraucht werden und der CO2-Ausstoß derselbe ist, wie wenn ich mit einem Mittelklassewagen von Köln nach Barcelona fahre. 1 Kilo Rindfleisch. Auch dass eine pflanzliche Ernährung präventiv gegen Herz- und Kreislauferkrankungen und Krebserkrankungen da Vorteile hat, das habe ich auch dann so quasi nebenbei dann noch erfahren. Es gibt keine Alternative in der Zukunft zu einer pflanzlichen Ernährung. Das wird mir immer bewusster, auch im Geist. Und als Fleischesser denkst du darüber nicht nach. Du tust das so weg. Immer wenn die Argumente kommen, entweder du argumentierst oberflächlich dagegen oder du lässt es nicht an dich ran. Du redest zwar, aber du lässt es nicht emotional an dich ran. Und entsprechend baut sich da in deinem Körper sowas wie ja, so ein Schutzmantel auf. So. Und wenn diese Ketten dann gesprengt sind, wenn du dir erlauben kannst darüber nachzudenken, wie du isst und wie du handelst und diese Ketten sind weg, dann ist das eine ganz andere und neue Lebensqualität. Ich habe keine Probleme mit Fleischessern oder Vegetariern. Ne? Sowas wird es noch Jahrzehnte, vielleicht noch Jahrhunderte geben. Aber die Menschheit hat sich immer weiterentwickelt und sie wird es auch weiter tun. Und ich finde es klasse und ich bin richtig dankbar, dass ich jetzt schon diese Stufe der geistigen Evolution leben darf. Und wenn du das dieses Jahr auch intensivieren möchtest, wenn du pflanzlicher, wenn du generell bewusster leben willst, dann abonniere meinen Kanal. Ja, dann abonniere meinen Kanal und dann wirst du zwangsläufig auch der veganen Lebensweise nicht mehr entrinnen können, weil hier fast jede Woche werde ich Euch mit Studien versorgen und werde Euch Inspiration geben, vielleicht teilweise auch Rezepte, obwohl ich nicht mehr so viel koche, weil ich sehr viel Monomahlzeiten esse. Die Leute, die mich länger verfolgen, wissen ja, dass ich fast ausschließlich Rohkost esse und entsprechend Rezepte wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so viel geben, aber sehr viel, was für eine bewusste Lebensweise, also was eine bewusste Lebensweise katalysiert. Und ja, und entsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr hier auch sozusagen Teil unserer Gemeinschaft werdet und ja, herzhaft, aber respektvoll täglich diskutiert und Euch genauso weiterentwickelt, wie ich mich weiterentwickle, wie wir uns hier alle weiterentwickeln im Laufe des Lebens. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüssi.